ein katastrophales Spiel gegen die New York Knicks vor einigen Tagen. Guter Auftakt auch für Vince Carter. Wird man viel sehen in diesem Spiel. Distanzwürfe. Milwaukee, das Team in der NBA, das mit Abstand die meisten Würfe aus der Halbdistanz und von der Drei-Punkte-Linie nimmt. Eine Ein-Punkt-Führung für die Gäste mit Vince Carter. Unglaublicher Athlet. Immer dann, wenn man ihm zuschaut, möchte man natürlich, dass er greift. Noch einmal diese schöne Aktion von Carter. Man sieht dabei seine Athletik, wie hoch er abspringen kann. Und ja, und so geht es fröhlich hin und her. Vince Carter nicht so spektakulär, wie man das manchmal von ihm kennt. 12 Punkte Vorsprung für die Bucks. Vince Carter, der Führungsspieler der Raptors, übernimmt Verantwortung. 3 Punkte von Vince. Ins Spiel bringen, der hat eine gute Phase. Und Vince Carter. Nicht, dass er nicht mehr sich bedanken sollte beim Betreuer, aber er müsste etwas frecher, etwas aggressiver werden. Vince Carter für 3. Childs. Und von draußen Vince Carter, und die Raptors sind wieder zurück im Spiel. So eine Art Lautsprecher bei den Bucks. Ray Allen und Ken Robinson sind ja sehr stille Gesellen. Und jetzt geht's im Sekundentakt. Und jetzt wird es doch noch mal eine ganz enge Angelegenheit. Denn die Raptors sind plötzlich da. Vince Carter. Und das hat er viel zu selten gemacht in diesem Spiel. Er ist doch so schwer zu stoppen. Er ist kräftig, er ist schnell, er ist explosiv. Und er hat dieses Gefühl für seinen Körper, auch in Bedrängnis noch abzuschließen. Vince Carter mit dem Bonus-Freiwurf. Aber ausgerechnet den